Hallo Leute und willkommen hier bei Mi AppleCat. Heute stelle ich euch dieses Produkt vor. Das ist ein Keyboard Case, ein Bluetooth Keyboard Case für das iPad. In dem Fall hier iPad 2017 und 2018. Das gibt es aber auch für verschiedene iPad-Modelle. Ich werde euch alles hier unten in der Videobeschreibung verlinken für die verschiedenen Modelle, die ich finden kann, Freunde. Und das ist ein ganz cooles Produkt, vor allem wenn man viel auf seinem iPad oder mit seinem iPad schreibt und tippt. Und ich zeige es euch gleich mal. Erstmal von außen. Ihr seht, von vorne sieht sehr unspektakulär aus. Wir haben hier eine Kunststoffoberfläche mit Riffelstruktur. Fühlt sich ja sehr gummiartig an, gummiert. Hier steckt dann übrigens auch der Akku drin. Hier kann man das nämlich ganz gut erkennen. Hier dieser Mittelteil, da ist der Akku mit dabei. Da ist der eingebaut. Dann einmal auf der Rückseite, da sieht es auch ja ein bisschen aus wie so ein Toughbook. Ziemlich zerklüftet, aber das hat seinen Grund. Wir haben hier hinten den Kameraausschnitt. Wunderbar, hier oben ein kleiner Ausschnitt für das Mikrofon, für den Kopfhörereingang. Hier ist der Powerbutton abgedeckt. Dann kommen wir natürlich hier gut an lauter und leiser noch dran an den Seiten. Und ganz unten Lightning und Lautsprecher, alles frei, so wie sich das gehört. So, aber was ist jetzt die Besonderheit? Ich mache es mal auf. Und ihr seht, das iPad geht direkt an, denn hier greift diese magnetische Verriegelung. Also Klappe zu, iPad wird gesperrt, Klappe auf, Display geht sofort an. Und dann seht ihr schon, hier hängt ja die Tastatur mit dran. Und die ist recht schmal für so eine Tastatur, dafür, dass die noch richtige Keys hat, die man auch, hier seht ihr es, ordentlich runterdrücken kann, die also ordentlich Travel haben und nicht so, also da ist sogar mehr Spiel drin wie auf meinem MacBook Pro bei der neuen Tastatur. Das fühlt sich erstmal ganz gut an, also da haben wir dann den Keyboard-Bereich, hier haben wir die Hülle, man kann es natürlich auch einfach rumklappen und das Case hier ist sogar modular aufgebaut, also man kann es auseinandernehmen, wenn man einfach mal hier auf die Rückseite geht, da seht ihr, hier ist der Bereich, wo ja die Tastatur quasi hier eingedockt ist, wenn ich hier mal ein bisschen drücke, flop, dann habe ich hier nur noch die eigentliche Schutzhülle, kann die dann separat verwenden, wenn ich das will und habe dann hier ganz losgelöst mein Tastaturteil mit eingebautem Akku. Und dann kann man die sogar hier für andere Gerätschaften benutzen und wie eine ganz normale Bluetooth-Tastatur dann koppeln. Und wir haben hier unten noch eine Aussparung oder ein Plätzchen, wo man seinen Apple Pencil reinstecken könnte. Solange wie das hier ist, Apple Pencil erste Generation. Das ist ja das Ding, was nicht magnetisch irgendwo angebracht werden kann beim iPad Pro. Und dann kann man den hier gut verstauen. Außerdem seht ihr hier ordentliche Luftpolster an den Ecken für den Fall des Falles, dass dort ordentlicher Schutz geboten wird. Schön. So, also ich mache noch mal eben kurz zu und leg's mal auf den Tisch und dann würde ich hier aufklappen und dann wubbelt es hier erstmal rum. Also wir brauchen hier noch einen Standfuß und das ist das Ding hier. Den haben wir hier mit eingebaut. Einfach mal hier runterklappen und dann haben wir hier drei kleine Einkerbungen, die auch magnetisch sind. Und als nächstes klappen wir dann einfach hier den Bereich runter und dann können wir das hier in 1, 2 oder 3 Positionen einrasten lassen. Und wenn ich jetzt hier mal hochnehme, seht ihr, das ist magnetisch, also das hält hier fest und von daher verrutscht da auch nichts so leicht. Das ist eine gute Sache, gefällt mir echt gut. Und dann hat es hier einen soliden und stabilen Stand, je nachdem, für welchen Winkel man sich dann hier entscheidet. So, ich nehme einfach mal den Winkel, habe es dann hier hingestellt und kann im Prinzip loslegen. Gekoppelt wird natürlich via Bluetooth, ganz klar. Ihr macht hier einfach den Schalter auf On, haltet hier Funktion und die Bluetooth-Taste etwas gedrückt und dann könnt ihr das wie jedes andere Bluetooth-Gerät beim allerersten Mal einfach hier koppeln. Und ich zeige euch mal, wie das Ding dann heißt. Das ist hier Inatec KB02004. Einmal gekoppelt reicht natürlich, dann verbindet sich hier alles völlig automatisch, sobald ihr das iPad entsperrt. Und wir haben auch eine Akkustandsanzeige, die ist ein klein wenig umständlich. Ihr müsst die Funktionstaste gedrückt halten und hier die Command-Taste. Und dann haben wir hier eine ganz kleine LED, die blinkt dann. Und je nachdem, wie oft die blinkt, zeigt die uns dann an, wie voll der Akku noch ist. Also hier blinkt es jetzt
dreimal, wenn ich drauf tippe. Das heißt, wir haben hier noch zwischen 50% und 75% Akkuladung. Und ihr seht auch schon hier direkt, die haben auch eine Beleuchtung. Und damit die richtig rüberkommt, mache ich jetzt hier mal das Licht etwas dunkler. So kann man das schön sehen. Ich stehe auf diese LED-Geschichten und hier haben wir eine schöne LED-Hintergrundbeleuchtung, die zum einen richtig schön aussieht und zum anderen auch sehr praktisch ist, wenn man hier im Dunkeln schreibt. Naja, ihr kennt das ja, ne? Jeder, der im Dunkeln mal geschrieben hat, weiß, das ist einfach eine feine Sache, wenn hier eine LED-Beleuchtung mit drin steckt. Und natürlich kann man hier auch die Farben anpassen, Funktionstaste drücken und wir können dann hier in drei Bereichen dann das Ganze durchwechseln. Also wir haben hier links, rechts und den Mittelbereich und können da jeweils eine andere Farbe einstellen. Machen wir mal hier zum Beispiel ja sowas hier und dann ja sowas hier zum Beispiel. So, jetzt habe ich hier drei Farben eingestellt. Ich kann natürlich die so statisch lassen oder ich kann hier auch einen Pulsiereffekt reinbringen, dass also immer hoch und runter gedimmt wird. Ja, wem das gefällt, mir ist das ein bisschen zu unruhig, einfach nochmal drücken und dann hat man das anders eingestellt. Also ihr seht schon, das kann man hier wunderbar customizen und einstellen. Schön, also gefällt mir. Schöne, schöne Spielerei. Wunderbar. Aber wie gesagt, das ist ja nur eine Spielerei, das Ganze hier. Jetzt stelle ich das mal normal ein und wir gucken mal, was kann ich denn alles mit der Tastatur machen, denn die hat einige Gimmicks und Features und Funktionen hier noch im Petto. Zum einen kann man hier natürlich wunderbar mit schreiben. Das geht gut. Also ich finde, die ist recht angenehm hier zum Tippen. Also ich habe hier wenige Tipper, wo ich denke, oh, jetzt habe ich hier nicht richtig getroffen. Man muss sich allerdings erst an die relativ schmale Größe gewöhnen. Die ist natürlich nicht so breit und so weit wie eine normale Tastatur. Aber wenn man sich mal etwas daran gewöhnt hat nach ein paar Minuten, dann geht das schon richtig gut. Auf jeden Fall besser, als wenn man hier eine Onscreen-Tastatur benutzt. Also vom Schreiben her finde ich, ist das eine angenehme Sache. Man kann natürlich auch die Onscreen-Tastatur weiterhin nutzen. Man kann die sogar hier mit der Tastatur einschalten. Dazu drücke ich einfach die Funktionstaste und hier auf den Tastaturbutton und dann kann ich hier die Onscreen-Tastatur ein- oder ausblenden. Ja, das ist schon mal eine der Funktionen, die ich hier habe. Ich kann aber noch viel, viel mehr machen. Ich kann die Funktionstaste drücken und zum Beispiel die Lautstärke erhöhen oder direkt reduzieren, ohne dass ich hier irgendwie umgreifen muss ans iPad und muss da rumfummeln. Nee, geht alles hier direkt von der Tastatur. Genauso kann ich auch die Bildschirmhelligkeit hoch und runter schrauben. Auch das ist eine sehr schöne Funktion. Ich kann hier sogar den Home-Button simulieren, indem ich auch die Funktionstaste drücke und dann ganz links hier oben einmal drauf und dann ist das, als hätte ich den Home-Button gedrückt. Also ihr seht schon, da gibt es eine ganze Menge Funktionen. Ich kann hier direkt in die Spotlight-Suche reingehen mit einem Tastendruck. Kann mir hier nochmal die Tastatur ein- und ausblenden. Ich kann hier auch die Mediensteuerung machen. Play, Pause, vorspulen, zurückspulen. Ja, und jetzt habe ich aus Versehen irgendwas angemacht. Also Lautstärke nochmal runterdrehen. All solche Geschichten sind hiermit absolut machbar. Ich kann hier auch nochmal, das habe ich vergessen zu zeigen, die Helligkeit der Tastatur anpassen. Ich hoffe, hier kann man es sehen. So ist die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet. Niedrig, Mittel und hohe Beleuchtungsstufe. Ja, also die bietet hier eine ganze, ganze Menge. Ich kann natürlich auch hier Siri aufrufen. Wie wird das Wetter? So, 29 Grad. Meine Güte. Also, ihr seht, mit Siri funktioniert das Ganze auch. Ich mache mal hier den virtuellen Home-Button und bin dann jetzt hier wieder auf dem Homescreen zurück. Man kann sich hier auch verschiedene Shortcuts anzeigen lassen, die von den aktuellen Apps oder der App, die man benutzt, unterstützt wird. Dafür einfach die Command-Taste gedrückt halten und man bekommt eine schöne Übersicht über die ganzen Shortcuts, die man hier verwenden kann. Also Leute, ihr seht schon, das Ding hier bietet eine ganze Menge, hat eine sehr lange Akkulaufzeit, macht natürlich euer Case, eure Hülle ein gutes Stückchen dicker, als das bei so einer normalen Hülle der Fall ist, bietet aber dafür eine ganz tolle Funktionalität. Mir gefällt zum einen hier der Aufstellmechanismus, der ist sehr stabil und robust. Mir gefällt, dass das iPad hier automatisch angeht, wenn ich hier das Teil einfach nur runterklappe. Ich mag auch hier das Gefühl beim Tippen. Wie gesagt, nur an die Größe muss man sich gewöhnen. Alles andere ist echt eine feine Sache. Mit den Shortcuts, wenn man sich da ein bisschen dran gewöhnt hat, ist das auch eine sehr praktische Angelegenheit. Also Leute, seid ihr viel Tipper auf dem iPad und mögt es nicht, immer hier auf dem Display nur rumzutibbeln oder euch tun dann nach einer halben Stunde die Fingerkuppen weh davon, dann schaut euch doch mal so eine Alternativlösung hier an. So eine schmale Tastatur mit langer, langer Akkulaufzeit. Das Einzigste, muss ich ganz ehrlich sagen, was mir hier immer fehlt, wenn ich hier irgendwie
was am Machen bin und ich will irgendwas wechseln, ich suche hier immer intuitiv nach einem Trackpad. Also ich will hier immer ans Trackpad irgendwie drangreifen, als hätte ich hier einen richtigen kleinen Laptop vor mir. Das ist ein, ja, wie so ein Reflex, der bei mir immer durchkommt. Also ein Trackpad würde mir hier noch fehlen. Ja, vielleicht mit dem nächsten Software-Update. Wer weiß, was iOS uns noch so alles bringt in der Zukunft. Wo war ich? Ja, also ich finde das Produkt wirklich gut. Es lässt sich gut nutzen. Es macht das, was es machen soll. Das tut es zum überwiegenden Teil wirklich ganz hervorragend. Die LED-Optik gefällt mir wunderbar. Eine feine Sache. 2 Daumen hoch von mir. 40 Euro kostet das Teil. Ich sag mal, wer viel diese Tastaturen nutzt oder viel schreibt, für den ist das mit Sicherheit eine ganz interessante Investition, denke ich mal. Und wenn dem so ist, wie gesagt, der Link ist hier unten in der Videobeschreibung für verschiedene iPad-Modelle natürlich. Und dann könnt ihr euch das Passende raussuchen. So, also von mir wäre es das dann gewesen. Dann klappe ich hier mal zu. Klappe hier mal zu. Bupp. Ihr seht, sofort ist der Mechanismus versenkt. Eine ganz wunderbare Sache. Und ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal.